Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Deja Bien. Schön, dass ihr wieder einmal eingeschaltet habt. Diesmal werden wir uns jetzt endlich um diesen Schwarm hier kümmern. In der letzten Mission im Land der Giganten hatten wir es ja wirklich mit einem Giganten zu tun. Den haben wir recht souverän ausgeschaltet. Wir haben da vielleicht ein bisschen zu viel Power hergenommen, um ihn platt zu machen. Aber hey, lieber vorsichtig wie nachsichtig, oder? Gut, wir haben jetzt 300 Forschungspunkte. Schauen wir doch mal ganz kurz, ob wir die hier vielleicht noch sinnvoll investieren können. Oh, wir könnten auf den Thanatos gehen. Oh, das wäre eine Idee. Jetzt warte mal ganz kurz. Ich lese hier mal kurz die... Ah, wobei. Nee, komm, lassen wir das mal, weil für die Mission den Schwarm ist es eigentlich egal. Da werden wir das nicht brauchen. Das rocken wir jetzt hier auch wieder mit Luzifern. Darum legen wir hier einfach gleich mal los. Wir bekommen zur Belohnung 100 Imperiumspunkte, leider keine Forschungspunkte. Wir haben es jetzt hier mit 1104 Infizierten zu tun und würde vorschlagen, los geht's. Oh, okay. Ha, okay, die kommen nur von oben oder von unten. Oh, das macht die Sache natürlich etwas einfacher. Das macht die Sache wirklich einfacher, weil dann können wir jetzt nämlich hier... Ah, der Scharfschütze kostet 25, auch nicht schlecht. Dann können wir jetzt nämlich hier einfach... Zur Sicherheit stellen wir da lieber noch einen rein. Ah, hier wird es ein bisschen... Hier wird es ein bisschen anspruchsvoller, aber... Nee, das macht die Sache wirklich einfach, weil dann haben wir da nämlich einfach nur die Luzifers rein. Die sollten das eigentlich schon rocken. Einen können wir noch... Und dann legen wir los. Das wird mit Sicherheit auch wieder eine sehr kurze Folge, aber hey, was soll's, es soll ja Spaß machen. Und das hier könnte jetzt hier gleich richtig Spaß machen mit den Luzifern. 1104. Komm, den stellen wir mal lieber noch darüber. Sonst haben die nämlich gar nichts zum Tun. Ja, ihr habt nämlich auch eigentlich gar nichts zum Tun. Bewegt ihr euch auch mal nach vorne. Du hast hier so ziemlich auch nichts zum Tun. Das hätte ich mir fast denken können. Die gehen hier voll auf die Luzifers los. Natürlich angelockt vom Lärm irgendwo, ist ja auch klar. Das wird ja hier eine sehr, sehr einfache Mission. Ja, komm. Einfach Angriffsbefehl nach unten und dann macht ihr jetzt einfach platt, was euch auf dem Weg begegnet. Sehr, sehr entspannte Mission. Ah, ich liebe diese infizierten Schwärme. Wundervoll. Ich bin schon gespannt, wann die nächsten schwierigeren Schwärme aufkommen. Wir haben ja oben jetzt nach dem Land der Giganten haben wir jetzt auch nochmal einen Schwarm. Das sind dann 4000 oder sowas von denen und das sind jetzt hier auch wieder dann alle schnelle Infizierte und infizierte Kolonisten. Aber ich glaube auch die dürften für unsere Luzifers überhaupt kein Problem darstellen. Ich glaube, die sind bis jetzt noch überhaupt nicht an die überhaupt herangekommen. Da hat keiner irgendein Leben verloren oder so. Und wenn, dann hätte er schon längst wieder regeneriert. Also super easy mit den Luzifers. War die beste Idee, die ich hatte. Das macht einiges so viel leichter, weil mit Jägerinnen wäre das hier nicht zu schaffen. Auch mit Scharfschützen wäre das eigentlich nicht zu schaffen. Mit Thanatos wäre es natürlich wieder möglich. Aber das wäre mir jetzt dann doch ein bisschen zu viel gewesen. Vor allem, ich weiß ja gar nicht, wie viel der Thanatos kosten sollte. Darum schaffen wir uns den Thanatos doch lieber erst dann an, wenn wir ihn wirklich brauchen. Also, dieser Schwarm ist vernichtet. Das ging super schnell. Das waren jetzt vielleicht sogar 2 Minuten oder so, wenn es hochkommt. Und damit haben wir uns jetzt nun den Zugriff auf die hohle Gasse geschaffen. Da können wir mal kurz durchlesen. Wir haben ja jetzt Zeit in dieser Folge. Bei der Hohlen Gasse handelt es sich um einen strategischen Ort, welchen das Imperium um jeden Preis kontrollieren will, weil es der Weg ist, um die Blutgebirge zu überqueren. Die schmale Schlucht wird durch den Wolfsfluss getrennt und lediglich eine kleine Landmasse verbindet die beiden Seiten in der Mitte des Tals. Obwohl dieser Ort beengt ist und wenig Platz zur Errichtung einer Kolonie bietet, ist diese von absoluter Bedeutung für das Imperium. Eine größere Anzahl von Infizierten befindet sich schon seit längerem in dieser Schlucht. Bewege dich vorsichtig durch die Schlucht und beseitige alle Infizierten und die angreifenden Horden. Okay, diese Mission scheint wieder etwas anspruchsvoller zu sein. Wir müssen hier alle Infizierten vernichten.
Wir müssen uns allen Schwärmen widersetzen und wir müssen auch hier wieder eine Koloniebevölkerung von 1000 erreichen und dafür haben wir dann 57 Tage Zeit. Wenn wir jetzt mal in den Forschungsbaum reinschauen, dann könnten wir hier wirklich auf den Thanatos gehen. Das wäre vielleicht wirklich eigentlich eine super tolle Idee. Andererseits könnten wir vielleicht auch überlegen, hier Technologiefortschritt zu nehmen. Das wären genau die 300 Forschungspunkte, die wir hier gerade offen haben, was die Bauzeit der Strukturen um 10% verringern würde. Aber da es uns sonst nicht allzu viel weiterbringt im Moment, macht das eigentlich jetzt erstmal noch nicht so viel Sinn. Naja, darum werden wir uns in der nächsten Folge so ein bisschen kümmern, wie wir hier weitermachen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier auf den Thanatos gehen werde. Und ja, das war's dann auch schon wieder in dieser Folge, die war auch wieder mal sehr, sehr kurz. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Lasst mir gerne ein Abo, ein Like oder Kommentar da, ich würde mich wie immer natürlich sehr darüber freuen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Mission, die Hohle Gasse, wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao!